Die Gelehrten teilen den Tawhid in drei verschiedene Arten auf. Wer kennt diese Arten? Ar-Rububiyya. Asma wa Sifat. Fachbegriff. Uluhiyya. Ja, wir haben diese drei Kategorien des sozusagen Ein-Gott-Glaubens. Und was ist eine davon? Dass man Allah subhanahu wa ta'ala ein, sozusagen zu einem macht, allein stellt, in seinen Namen und Eigenschaften. Das heißt, die Religion einer Person ist niemals vollständig und ihr Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala niemals richtig, bis sie diese drei Sachen verinnerlicht hat. Und ein Drittel davon ist was? Das sind die Namen und die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala teilen wir in zwei verschiedene Arten auf. Wir haben zum einen die Eigenschaften des Wesens und zum anderen die Eigenschaften des Tuns. Die Eigenschaften des Wesens, das sind Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala immer aufweist. Zum Beispiel was? Die Hände. Hatte Allah subhanahu wa ta'ala irgendwann mal keine Hände und dann hat er auf einmal Hände bekommen? Natürlich nicht. Ja? Diese Eigenschaften des Wesens sind also schon immer vorhanden. Sie sind ein Teil von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie zum Beispiel, dass Allah subhanahu wa ta'ala wissend ist. Das Wissen von Allah ist eine Eigenschaft von ihm. War Allah subhanahu wa ta'ala irgendwann mal unwissend? Natürlich nicht. Also ist es eine Eigenschaft des Wesens. Allah subhanahu wa ta'ala hört immer. Oder hört er nur manchmal? Er hört immer. Allah subhanahu wa ta'ala sieht immer. So sind das Eigenschaften des Wesens, die er schon immer hatte. Und dann gibt es Eigenschaften des Tuns, die mit dem Willen von Allah subhanahu wa ta'ala abhängig sind. Das heißt, manchmal macht sie Allah subhanahu wa ta'ala und manchmal nicht. Zum Beispiel ist Allah subhanahu wa ta'ala manchmal zornig. Das heißt, dieser Zorn, dass Allah subhanahu wa ta'ala zornig ist, ist eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Ist Allah subhanahu wa ta'ala immer zornig? Nein. Er ist manchmal zornig und manchmal nicht. Ja? Dann haben wir auch noch eine Kategorie oder Eigenschaften, die in beides fallen. Zum Beispiel das Sprechen. An sich, gab es mal eine Zeit, in der Allah subhanahu wa ta'ala nicht sprechen konnte? Natürlich nicht. Spricht Allah subhanahu wa ta'ala immer? Auch nicht. Das heißt, wir haben hier beides. Zum einen, diese Eigenschaft des Redens an sich, des Sprechens, war schon immer vorhanden. Allah subhanahu wa ta'ala hat schon immer gesprochen. Aber spricht Allah subhanahu wa ta'ala immer? Nein. Er spricht ab und zu, mit wem er will, wann er will, wie er will und wo er will. Ja, dhakir al-ashab, kum mutaddiban.